Hallo Leute, ich sitze heute mal vor einem wunderschönen Hintergrund. Ich möchte heute mal ein Thema ansprechen, was ich schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Ich möchte da heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar auf die Bedeutung, also auf meine Bedeutung von schön. Im Sinne von schön, von Dingen oder sonstiges, ist schön für mich ein ganz normales, gängiges Wort. Aber in Bezug mit Menschen ist schön für mich ein Wort, was ich wirklich, wirklich selten benutze. Für mich sind meistens Menschen nur hübsch. Hübsch ist für mich ein Wort, das man ganz oft benutzen kann. Aber schön ist, hängt mit ganz vielen Sachen zusammen. Schön hängt nicht nur mit dem Aussehen zusammen, sondern auch mit dem Menschen selbst. Wenn ich einen Menschen nicht kenne, kann ich auch nicht sagen, dass ich ihn schön finde. Ich finde das Aussehen, ob er für mich, wenn es ist, also es ist nicht immer so, aber wenn der Mensch halt attraktiv für mich ist, was für einen Charakter er hat und die Ausstrahlung, ob ein Mensch jetzt so rumläuft oder ob ein Mensch so rumläuft, also nicht natürlich nicht immer. Ich meine damit, dass der Mensch, wenn er eine gewisse Ausstrahlung hat, nochmal hübscher wirkt, als wenn er keine hat. Also für mich zählen auf jeden Fall die Punkte dazu, ob ein Mensch schön ist oder nicht. Ich sag nicht zu jedem, oh, du bist so schön, sondern wenn, dann sage ich, oh, du bist hübsch oder so. Aber wenn ich den Menschen nicht kenne, dann kann ich wirklich nicht sagen, ob er schön ist oder nicht. Ich schätze mal, dass jeder seine eigene Bedeutung dafür hat, aber ich wollte euch die mal sagen und wollte mal wissen, ob ihr eine spezielle Bedeutung für das Wort schön habt, wenn es im Sinne von auf den Bezug zu Menschen. Oder ob ihr das Wort schön einfach ganz normal benutzt und ob ihr findet, dass das Wort gar keine besondere Bedeutung hat und einfach man das sagen kann. Mich würden eure Kommentare und eure Meinungen wirklich sehr interessieren. Und hier findet ihr einfach mal das sich selbst akzeptieren Video, in dem ich darüber gesprochen habe, wie man sich denn selbst akzeptieren kann und dass jeder auf seine Weise wirklich schön ist. Und dann findet ihr darüber noch den Song of the Week. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.